Ja, moin. Wir moin. Sind hier in einer neuen Folge. Tünton, ich habe schon angefangen. Ganz alleine. Andi alleine zu Hause. Die Zündung ist fast fertig. Ja, keiner hilft mir. Ne? Der Druck ist ja da gewesen. Aber wir sind jetzt gute Dinge. Also ich habe schon echt viele schöne Sachen zusammengebaut. Den Zylinder, da haben wir hier die Kühlrippen rangeschweißt. Der sieht ja richtig klasse jetzt aus. Das war vorher so dünn und so spittelig. Dann haben wir hier vom Langtuning ein schönes Schild gemacht. Da stand ja vorher Simson drin. Was ich jetzt noch hab, Jörg, und deswegen bist du ja auch hier. Du müsstest mir noch mal helfen. Und zwar habe ich ja hier diese Verkleiderungshalterung gebaut. Ja. Und habe ich aber gemerkt, wenn ich jetzt hier lenke, kommt der Bremshebel und der Kupplungshebel gegen die Verkleidung. Also müssen wir das Ganze bisschen runter. 2 Zentimeter weiter runtersetzen. Vielleicht kriegen wir noch ein Schutzblech ran. Wo ist das? Hier. Das haben wir ja auch in einer Folge gezeigt, wie das gebaut worden ist. Die Bremse muss noch entlüftet werden. Mhm. Da warten wir noch auf Herrn Nils. Das kriegen wir vielleicht auch ohne ihn. Ja, aber er hat ja so ein Bremsenentlüftungsgerät. Aber eigentlich können wir das auch alleine. Wir machen oldschool. Hier noch in der Vernickelungssendung haben wir ja hier diese Teile schön vernickeln lassen. Ich habe die so ein bisschen poliert. Die sind jetzt auch angebaut. Hier die Achse zum Beispiel, das wurde vernickelt. Die war ja ganz rostig, die Schraube, die von der Schwinge. Die Kettenspanner haben wir vernickeln lassen und alles ist jetzt schon dran. Ja, und dann noch Tank raufbauen. Aber schon interessant, ne? Wenn ja. Man so sieht, tatsächlich die Kette auf der anderen Seite. Ja, da muss ich ja hier noch diese Umlenkung bauen. Ja. Das ist ja jetzt die Bremse und dann geht die Umlenkung durch die Schwinge durch. Sauber, ja. Und den Bremsschlauch durch. Ja. Die Schaltung, ja. Das Gestänge habe ich auch noch gebaut. Ja. Ne? Fußschaltung. Die Sitzbank ist fertig geworden mit dem schönen Snickers Workwear Logo. Ja, und da war ja Danny hier. Vielen Dank nochmal, Danny. Hast du gut gemacht, die Lackierung. Und wir haben uns jetzt überlegt, 318, weil wir immer 317 haben. Aber nicht jedes Fahrzeug kann ja immer die gleiche Nummer haben. Ach, hier fahrt ihr gegeneinander, ja. 2x317. Ja, das geht nicht. Nee. Und jetzt machen wir das immer so in Folge. Jedes Motorrad, wenn jetzt ein neues fertig wird, dann wird das nächste 319. Dann sind wir nächstes Jahr bei 420, wa? Mal sehen. Ja, wenn das so weitergeht, ja. Das ist ja der Halter, den ich gebaut habe. Der war ja, der ist hier so dran, auch gleich mit Tacho-Halterung. Und du meintest ja, Jörg, wir können den einfach hier einschneiden und knicken das. Ja, knicken nicht. Ich glaube, wir müssen den schon so ein bisschen was Neues daran bauen. Also nur mit Knicken wird das nichts. Dann verändern wir ja hier auch den Winkel. Aber das ist ja nicht schlimm. Müssen wir gucken, wie wir es hinkriegen, ne? Ja, und die hier verbiegen, diese beiden verbiegen, dass die so stehen. Dass die so ein bisschen weiter runterkommen, dann diesen einfach ein Stück zurück. Ja, eigentlich müsste das auch gehen. Können wir auch mal probieren. Vielleicht ist es die... Komm, wir gehen mal zum Schraubstock und dann nehmen wir die. Das muss ja bloß alles schön parallel gebogen werden. Bisschen gleichmäßig, ja. Ja. Oh, das langt schon gut. Halt. Das langt schon dicke. Gut. Noch ein bisschen. Gut. Jetzt Nils mit seinem Auge, ne? Ja, jetzt wäre Nils natürlich wieder gut. Nils das Auge. Ja. Aber wir können das ja auch gucken. Ne? Das ist gut. Ja. Und jetzt müssen die ja noch wieder vom Winkel her. Ja, sollen wir das erst einmal ausprobieren? Ja, könnten wir. Ne? Bauen wir einfach mal an. Ja. Und sonst im eingebauten Zustand machen wir dann daran. So, ich mach mal die Schrauben rein. Willst du auch eine haben? Ja, wäre nicht schlecht. Ja, jetzt müssen wir das hier schon gleich richtig festschrauben, ne? Du? Ja. 13, ne? Ach so. Ja, diesen könnten wir ja aber noch so ein bisschen, dass wir den vielleicht so ein bisschen so bewegen können, ne? Mhm. Guck mal, der darf ja da nicht aufliegen, der muss da hier Luft haben. Ja. Sonst könnte man die auch kürzer machen noch. Das ist ja Lenkanschlag, wir können die ein Stück kürzer machen. Die können wir kürzer machen, ja. Aber wir können jetzt erstmal gucken, wo wir sind, ne? Ja. Gib mir mal eine Mutter, dann kann ich die rauf machen.
Könnte sein, dass das jetzt gar nicht so. So. So, jetzt müsste der noch ein bisschen runter hier, ne? Ja, der muss hier mal so, muss der ja so. Oder guck mal, dann haut das überhaupt nicht mehr hin. Was? Nee, dann müssen wir die jetzt. Ja, die müssen wir nach oben biegen. So, wie viel müssen wir denn ungefähr? Das ist eine Ecke. Ja, dann müssen wir die beiden jetzt erstmal 90 Grad biegen. So ungefähr. So, sollen wir einfach mal. Aber 90 Grad, glaube ich, ist zu viel. Ja, 90 Grad ist zu viel. Das müssen wir ausprobieren nachher. Geht ja nicht anders. Da müssen wir uns rantasten, Andi. Ja, das wird Fleißarbeit, wa? Ja, Stück für Stück muss man sich da rantasten. Oh, jetzt sitzt hier schon gerade wieder. Jetzt passt das hier auch schön. Ja, guck mal. Mhm. Ne? Jörg, das hätte wie fein muckt. Wa? Noch sind wir gleich da, wo wir hinwollen. Passt alles. Oder? Und der könnte. Ja, und den oberen müssen wir natürlich jetzt noch. Den müssen wir erstmal mit reinnehmen. Den brauchen wir nur die Stange erstmal reinstecken, ne? Das ist doch gut. Guck mal, wie viel weiter runter die gekommen ist. Eieieiei. Aber das sieht ja auch ein bisschen sportlicher aus. Und jetzt müssen wir den. Den mal ein bisschen runterbiegen erstmal? Ja. Nee, lass uns das mal so machen. Die darf nicht hier gebogen werden, sondern die müssen ab hier gebogen werden, weil. Da müssen wir was unterlegen, ne? Ja. Ich würde den rausnehmen und den biegen. Oh, ein bisschen mehr noch. Ja, das müsste jetzt hinhauen. Guckst du? Ja, ich guck. Das war zu viel, kleines Stück. Nee, das haut hin. Ja. Ja? Das ist gut. So, das kann man ja alles nur so ein bisschen bewegen. Ne? So ganz schlecht sieht das gar nicht aus, Andi. Die müsste so, müsste sie. Ja, das ist aber zu kurz. Haha. Echt wahr? Guck mal hier, ich müsste jetzt. Da würde die Schraube. Wir müssten wieder ein bisschen hochbiegen. Ja. Aber die Neigung ist so doof. Die müsste so, ne? Ja, ja, so müsste die. Hast du noch von diesem Material was? Ja. Können wir was zwischenlöten? Was machen wir da? Den auseinandersägen und dann so Hülsen machen und dann können wir die anlöten. Können wir das so hinschieben und dann. Und dann verlöten? Ja. So. Die kann man ja noch so ein bisschen drehen. Ja, die soll ja auch erstmal da sein. Jetzt habe ich ihn drauf, den einen. Ja. Warte mal, den anderen. Die könnte ein bisschen. Die könnten ja noch ein bisschen weiter. Warte mal, wir müssen mal gucken. Können wir da noch? Haben wir da noch? Ja. So muss er. Ja. Halt, so. Ja. So. Aber das ist. Ich meine, wie wir den jetzt da hinten anlöten, ist ja eigentlich egal, ne? Muss ja nur. Also hier können wir mit dem Schweißgerät hinkommen, anpumpen. Den einen schon mal. Ist das denn parallel alles? Warte mal, du wolltest den jetzt noch ein bisschen. Nee, aber das ist schon. Die ist ja jetzt gerade. Das ist eigentlich das gut. Guck mal, diese Linie hier, mit der, das stimmt doch alles. Wenn du hier so guckst. Ne? Ja, das ist. Er könnte ja vielleicht noch ein ganz bisschen, ne? Aber das ist.
ein bisschen weiter nach unten, meinst du noch? Hinten noch ein bisschen? Ja. Aber den kann man auch so lassen, das stimmt. Ich muss jetzt bloß gucken, ob wir hier dran vorbeikommen. Sollen wir einmal jetzt lenken? Ja. Wir ziehen ihn mal nach hinten raus. So, mach mal. Ja, kein Problem, alles gut. Ja? Ja. Wenn man jetzt die Hand hier so... Wer lenkt denn mit der Hand da drauf? Keiner. Nee. Gut, wieder raus. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Wie kriegen wir das denn jetzt fixiert da? Also der könnte da ein bisschen einen Punkt machen. Kannst du da hinkommen? Mit dem Schweißgerät? Ja, kann man hinkommen, tun wir da. Wir können die Scheibe abbauen. Und dann gucken wir dann gut ran. Ja, das stimmt. Aber lass sie nicht fallen. Nein. Das ist doch viel einfacher, Andi. Ja, jetzt kommen wir da gut ran, ne? Ja. Sollen wir die. Ich geh nochmal oben rauf hier. Wollen wir hier ein bisschen was rüber tun? Ja. Wenn wir die eine Seite schweißen, machen wir hier was. Ist das doch. Ist das an, Andi? Ja. Ich höre doch gar nicht. Ach ja, tatsächlich. Sauber. Ich würde den ja gerne noch ein bisschen. Warte mal, ich will mal eine Zange haben. Das gefällt mir nämlich noch nicht. Ich würde den ein bisschen so. So, ja. Christian. Kommst du an den anderen von unten ran? Warte mal, gib mal her. Soll ich halten? Die Zange? Nee, geht. Jo. Weißt du was, Andi? Das Schlimmste bei solchen Geschichten ist immer, der Angang ist wieder auseinanderzubauen, finde ich. Jetzt, wenn man das Ergebnis sieht, ist tippitoppi, oder? Ja, muss ich auch sagen. Jetzt freuen wir uns, dass wir das gemacht haben. Ja. Jo. So, ich mach mal den Löter fertig. So, Feuer. Da ist er ja. Moin, moin. Was hast du denn da mitgebracht? Ich habe so zwei Geschenke gekriegt. Oh, für die Landkarte für wieder? Für die Landkarte. Oh, die müssen wir auch mal wieder vervollständigen. Gold-Ochsen-Original. Leider müssen wir uns die wohl teilen, Jörg. Und ja. Leider ist es auch noch zu früh. Was heißt das? Jetzt schon wieder zu spät, ja? Nein, nicht wegen dem Bier zu trinken, meine ich. Ach so, ja, das stimmt. Nee. Das stimmt. Noch ist Kaffeezeit. Also wollen wir mal loslegen? Wollen wir mal loslegen? Wir wollen an diesem Tisch löten, ob das auch geht. Ja, klar. Aber das ist doch ein Schweißtisch. Das ist ein Löt-Schweißtisch. Da haben wir es wieder. Wir wollen nämlich gleich mal hier löten. Ja, mach doch. Ja. Ja, was soll denn passieren, mein Gott? Nee, da kann doch nichts passieren, ne? Nein. Nee. Ich habe schon hier Löt da und so. Mhm. Wir haben die Verkleidung noch mal runtergesetzt. Die war ein bisschen zu hoch. Ja, das dachtest du ja, dass dir das noch nicht gefällt. Sind wir da noch bei? Ich baue mal den Kettenschutz an. Hier, Nils. Walte deines Amtes. Ist das jetzt so richtig, ja? Mhm. Ist ja dran. Na gut, dann knall ich mal über. So, das ist auch gut, denn so ein Spritfilter, so gehört er hier da reingelegt. Nur, nee, oder? Den wollte ich noch zur Erinnerung, den wollte ich noch zwischen am besten, der Filter. Sollen wir das gleich machen? Aber eigentlich sieht er ja doof aus, ne? Der kommt ja nicht. Also doch hier rein. Ja. Ja, sag ich doch. Der nützt, der geht auch nicht. Wenn das fehlt ja, glaube ich, auch, wenn er da liegt. Das glaube ich auch. Ja. Den brauchst du nur. Am besten will ich drei da rein. Mhm. Ist da, hast du einen Spritfehler eingebaut? Ja. Ja. Wir können den Tank auch schon raufbauen. Das ist die Tankhalterung. Da wird der Tank. Da war früher die Sitzbank dran an der Schraube. Jetzt ist da der Tank dran. So, der Deckel drauf.
Da müssen wir ja noch mal ein bisschen befestigen, die Tachowelle, wa? Die wird? Die Tachowelle? Ja. Dass wir nicht gegen das gegen Rad kommt, ne? Ballert, ne? So, so Benzin rein tun. Ohne den würdest du ja nicht laufen, ne? Nee. Machen wir den Sprithahn noch zu? Hab ich. Na, leckt er schon irgendwo? Lass dich wundern. Erstmal nicht. Ist er tatsächlich dicht geworden, ne? Irgendwann mal ja. So, ich kühl noch ab und dann bin ich auch durch. Wieso, bist du schon durchgeschwitzt? Er ist durch mit der Schicht. Ach so. So. Mehr ist noch nicht drin. Der dampft doch. Ja. Was? Was? Gut, Nils. Ja, ich dachte jetzt. Kommt's wieder, was? Ja. Jetzt ist. Ah, jetzt wollt ihr mit zwei Mann ja eine Schraube abdrehen. Jeder eine. Dieses Moped. Eins, zwei, drei. Das Moped ist einfach fertig, zu, eine Challenge. Zu klein. So, eine Challenge. Du musst, die Schraube muss aber auch raus sein. Scheiße. Ja! Ja! Oh, war wieder enger. Aber ich hatte auch schlechte Mühe. Nein, ich habe auch schon ein bisschen vorgeschraubt. War nicht ja, ganz ehrlich, die Geschichte. Oh, tun die da rein, die Schrauben. Ihr behindert meine Arbeit. Ja, ich behindere mich selber hier. Wieso geht er denn nicht ab, der Deckel? So, jetzt. Die packen wir da so hin. So, nun sag mir doch mal, wie wäre das nochmal, Domus? Ja, dann muss man irgendwie raufmachen, dann Druckluft, dann draufdrücken, dann zieht er das mit Unterdruck raus. Und wenn das keine Bläschen mehr schlägt, meine ich, ist es entlüftet. Das heißt, hier oben muss er mal danach kippen. So, dann haben wir schon ganz schön viel Luft raus. Ja. Oh, nicht so doll, das spritzt. Das, also, ich mach keine Bläschen. Hier kann ich langsam oder nee, wenig. Kann ich nicht. Kann nur doll. Ich finde, so Bremsflüssigkeit ist so eklig immer, ne? Ja. Ich darf nicht so doll. Warte mal, Jörg. Gut. So, das reicht, ne? Jetzt kann ich da auch mal ordentlich rauflatschen auf der Bremse, ohne dass es da rausspritzt. Jetzt kannst du richtig gleich mal Gas geben. Da. Mal rauflatschen. Also mir gefällt diese Bremsscheibe, also die, das ist echt, das passt echt super, ne? Mhm. Und dann noch vom Brembo alles so, nicht schlecht, richtig gut. So, der kann jetzt wieder hier in die richtige Position. So, oh, das ist toll geworden jetzt. Sollen wir denn jetzt die Scheibe rauf und die schön festziehen oder sollen wir die erstmal festziehen? Das kann ruhig jetzt alles. Dann machen wir jetzt erstmal die Griffe. Willst du dich mal raufsetzen und gucken, wie das mit den Griffen ist? Ja. Ja, ich muss hier mal auf die. Kann ich mal rückwärts? Zurück? Die Fußrasten musst du rauf, ne? Ja. Ja. Wir halten nicht. Nee, erstmal jetzt wegen Lenkanschlag. Was, wo kommt der denn gegen? Ich hab schon Schreck gekriegt. Nee, kommt nirgendwo gegen, ne?
Nee, ist gut. Da auch nicht. Der kann das tatsächlich so bleiben. Die sind beide oben, ne? Ja. Mensch, was sieht das geil aus? Eine Augenweide. So. Ganz knapp hier so, mit dem Tank, aber das ist gut. Passt alles. Ja, was ein Unterschied, ne? Wie die Gabel noch dran war, die alte Zündabgabel auf dem Test. Oh, was haben auch die Leute Rüstung, da moniert drüber? Dass die Gabel lose ist. Ach, die haben ja überhaupt nicht gecheckt, dass wir... Die haben gedacht, wir lassen das so, ne? Ja, vor allen Dingen, das war ja alles kurz vor knapp. Ja. Ne? Wir hatten ja keine Gabel. Was sollst du denn machen? Ja. Ist ja nur für Tests. Nur ein Löffel. Was? Nur ein Löffel. Nur ein Löffel. So, jetzt die Schraube hier anziehen. Habt ihr die schon fest? Jawohl, die sind fest. Was ist jetzt mit der Bremspumpe, der Inbus hier? Wollen wir noch mal gucken, ob das noch nachgezogen werden muss? Das ist komisch. Das ist lose. Ja, ah, ja. Was ein Glück. Hm? Nee, einen dickeren. Eine Nummer dicke. Wo ist er denn? Das war auch schon hier draußen. Da ist er, Nils. Wo hast du denn die... Ach so, das ist die, ne? Jetzt hättest du wieder gesagt, oh, meine Bremse verteilt sich. Ja. Ist das die für unten, die Geschichte? Die eine, ja genau, die selbstsichere. Dann brauchen wir zwei 17er Schlüssel noch. Und die muss nur so festmachen, dass er gerade, dass sich das ja noch bewegen kann. Das muss, weißt du? Ja. So, bewegt sich das noch hier? Ja. So ist das, glaube ich, gut. Lass mich mal lenken. Sollen wir noch ein bisschen mehr anziehen? Nee, Löser. Löser? Löser machen. Ich glaube, das ist jetzt... Nee, aber eigentlich ist das gut so. Lass das mal so. Du lenkst nicht viel. Ich lenk nicht viel. Nee, du fährst nur geradeaus. Du auch nicht, ne? Du fährst nur geradeaus. Wer hat dir denn überhaupt so eine geile Kanzel besorgt? Sag mal so. Die kommt doch aus dem Hause Schrum. Ja. Und ich habe die von so einem Flohmarkt. Ja. Toll. Und fand ich so klasse, die wollte ich eigentlich bei mir machen. Musst du dir eine neue kaufen. Ne? Das musst du wohl machen. Ich weiß nicht, wo man sowas kriegt. Ich habe das schon mal im Netz gefunden. Die ist ja so ähnlich wie die Morini. Ja. Kanzel. Aber ich habe das ja noch ausgeschnitten, das musste ich noch machen. Ah. Habe ich verändert. Das wusste ich gar nicht. Wenn, da soll das sonst nicht hinhauen, ja. Die war vorher hier. Aber die passt gut, ne? Das habe ich alles weggeschnitten. Schön klein. Ja, die ist klasse. Also für die Zündab ist die super. Zündsonn. Vielleicht weiß ja einer, wo die Schale herkommt. Dann können wir die noch mal nachbestellen. Ja. Also ich weiß das jetzt nicht. Also ich weiß auch nicht. Fried auf. Ja. Dann läuft noch nach. Gar nicht mehr ausgehen. Ja, also wollen wir mal auf die Straße schieben und ja, testen? Hört sich gut an, ne? Hört sich sehr gut an. Ist schon ein geiles Gefühl, so ein Ding jetzt hier so stehen zu haben. Aber dass wir das auch geschafft haben, so in 2 Monaten mal so ein Moped zu bauen. Ne? Ja, und wie aufwendig. Also das Design vom Moped, Jörg, sag mal. Richtig gut. Das ist doch wirklich ein geiles Ding geworden. Echt, ja. Echt urscheiß. Die Harmonie zwischen Zündert und Simson stimmt. Ja, absolut. Das, so. Das hätte tatsächlich mal ein Renner sein können, der damals so gebaut wurde. Ja. Tatsächlich, ja. Finde ich. Ich mach das mal an. Was war das denn? Mann, bist du mit Gemach? Oh, hast den ganzen Asphalt aufgewühlt, Andi. Wahnsinn! Wahnsinn! Hey. Ja.
Schraubend hier. Boah, das ist ja geil. Kann man auch wieder ausschalten. Geil. Ich habe den Gasgriff überdreht. Guck mal, der ging. Da habe ich das Seil einmal hier um Lenker gewickelt eben. Der muss noch festgeschraubt werden. Oh, die hört sich aber auch gut an, wa? Die dreht gut, ne? Ja. Ja, 15.600 Umdrehungen haben wir eben gerade gehört. Hammer. So, das müsste jetzt lang. Du mal? Ja, ich bin gespannt. Die Bremse ist noch ein bisschen weich irgendwie, aber geht. Ja, Nils. Ja, Jörg. Ja, Andi. So sieht's aus. Die Maschine rennt. Ja, und sieht gut aus. Haben wir alles gut hingekriegt. Bauzeit, also ich würde sagen, nicht mal 2 Monate. Das ist so für mich jetzt schon mal das schnellste Bauwerk gewesen, was ich gemacht habe. Sonst, ja, wirklich. Das ging echt ratzifatzi doch. Viele auch. Hände, schnelles Ende. Ja. Wobei, ich habe mich ja ein bisschen rausgehalten. Du hast, wir haben immer telefoniert. Ja, also ganz ehrlich, ich habe da echt nicht viel bei gemacht. Ja. Nee, aber ich muss mal wirklich sagen, vielen Dank auch an Danny. Vielen Dank an die Firma Langtuning, der Motor, wie wir da waren bei ihm. Das war ja toll, auf dem Prüfstand. Die Zeit, die wir dafür bringen konnten, war ja richtig klasse. Ja. Wir haben viel gelernt, ne? Ja, ich bin ja so gar nicht der Zweitakter-Mensch, ne? Nee. Aber wenn ich jetzt sehe, wie ich dich gerade gefahren bin, das ist ja Ehre, wie sie mit mal ja kommt. Das ist ja, also, als wenn du Turbo in den Arsch kriegst. Ja, total das geil. Das ist ein geiles Gefühl. Ja, ne? Ja. Wenn die so drehen. So hast du mal auf den Tauch geguckt eben? Nee, Gottes Willen. Ich habe nur nach vorne geguckt. Ja, ich konnte auch nicht auf den Tauch. Du, Andi, ich hatte einen richtigen Tunnelblick. War auch nur schnell, das links und rechts war nur noch grün und die Straße war schön, ne? Eine Linie. Mhm. Läuft richtig, richtig schön. Ja, wir wollen mal sehen. Wenn sie jetzt in Einsatz kommt, St. Michaelis Don, ne? Ja. Das wird was. Ich glaube, wir verabschieden uns jetzt mal. Ohne Bier. Mhm. Das können wir. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.